Servus und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Nordfrisch Mafia vor einem wunderschönen Dorinscheich. Jo, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, ich werde in der Zwischenzeit das Grasfeld absammeln. Das habe ich jetzt auch gemacht und der hat das fertig angesehen. Das wächst schon wieder, da ist noch ein bisschen das synchronisiert erst. Und ja, da kommt das Unkraut schon wieder, aber da warten wir noch ein bisschen und dann, wenn das ganze Feld fertig ist mit Unkraut, dann können wir gleich mal mit der Unkrautspritze rüberfahren. Dann da hinten haben wir jetzt momentan noch das mit Dreschen. Da ist noch da dabei und jetzt können wir den einmal auslernen. Und dann schauen wir mal weiter, was mit der Silage ist. Ich glaube, die ist dann auch schon fertig. Die können wir dann auch verkaufen. Und dann schauen wir, wie viel Geld wir davon haben. Und ja, dann müssen wir noch bei den Tieren vorbeischauen. Und so weiter. Aber das machen wir ja jetzt gleich. So, dann. Ich habe ja in der Zwischenzeit auf Instagram eine Umfrage gestartet gehabt, was ihr noch für eine Projekte haben wollt, beziehungsweise was ich noch für eine Spiele sagen soll. Da habt ihr mal gesagt, ich soll ETS2 bringen, SnowRunner und so weiter. Das werde ich auch machen. Und ja, Link zum Instagram ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und da bleibt es dann immer auf dem Laufenden. Übrigens, hört mal an, die Folge kommt heute erst um 13 Uhr online, weil es ist genau 10:45 Uhr, da nehme ich es gerade auf, da muss ich es noch schneiden und da muss ich es noch hochladen und ja, dann ist es so um 13 Uhr für euch verfügbar. So, dann fahren wir mal mit dem weiter hinter zum Drescher wieder, dann können wir das abtanken, wenn er wieder voll ist und ja. Dann kümmern wir uns um die Silage, würde ich sagen. Dann lassen wir dann durchgehen, würde ich sagen. So, aha. Jetzt schauen wir da auch mal hin. Jo, da werden wir jetzt einmal mit Unkraut drüber gehen. Dann werden wir, glaube ich, Kompost den anderen Anhänger noch verkaufen gehen. Dann werden wir bei den Tieren vorbeischauen. Ich glaube, die brauchen noch ein bisschen Silage. So, sehe ich gerade. Ein bisschen Stroh. Die brauchen auch noch ein bisschen Stroh. Jo, das werden wir dann auch machen und den Rest werden wir dann verkaufen gehen. Aber jetzt werden wir uns einmal ums Feld kümmern. So, sehe ich gerade, da ist das im Weg. So, jetzt passt es auch. Und ja, falls ihr Vorschläge habt, gern damit in die Kommentare, werde ich mir dann anschauen und dann werde ich das so. Passt dann. Haben wir das auch schon erledigt. So, der klopft das aus. Vielen lieben Dank für eure letzte Videobewertung. Das freut mich riesig, damit es euch gefällt. Und ja, da habe ich dann eine Motivation weiterzumachen für euch und ja. Oh. Haben wir da schon was? Na, haben wir nichts. Ah, dann machen wir das kurz so selber. Und ja. Ist ja gleich fertig mit der Arbeitsbreite, was wir haben. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ich für euch eine Modliste machen soll. Und könnt ihr euch dort die ganzen Mods, was ich da drin in dem Spiel habe, könnt ihr euch dann überladen. Ah, da sind wir zweit. Und dann würde ich sagen, passt das. Jetzt machen wir das einmal fertig. Dann kümmern wir uns um den Verkauf und der Silage und so. Bei den Tieren müssen wir dann vorbeischauen. Und oder? Und dann noch einmal aufopfern.
immer dort benedieren weitermachen. Das war noch vorbei von der Spot ganz hinkaut. Aber das macht ja nichts. Nochmal eine Spurbe. Passt das? So, dann da mal runter. Und das ist eh gleich wieder fertig. Oh ja, so geht's dahin. Komm mal da noch. Komm mal noch ein bisschen stehen lassen. Passt. Oh. Wenn wir da mal helfen. So, dann kümmern wir uns dabei da um. Da müssen wir mal kurz ausmieten. Oder halt wieder sauber machen. Wo steht denn der Kollege da? So. Bis am. Kommen. So. Sauber. Hier, das geht weg. Ja. Macht ja nichts. Hoppala, sorry. Oh, dann fahren wir zu vom Online um. Da steht genau jetzt da im Weg. Oh, oh, oh. Ah, nein, das wollte ich jetzt nicht. So, den stellen wir kurz da hin. Ah. So. Müssen wir den wieder entleeren. Der steht da oben. Ah, Problem. Den gehen wir jetzt dann ausleeren. Und dann können wir mal uns die Tiere kümmern. Beziehungsweise die Silage wegbringen. Wo geht's eigentlich dahin? So, dann müssen wir mit denen da rum. Ein und links und so. Nicht. So, dann fahren wir mit dem wieder aus, ne? Weil da müssen wir dann mit dem unten rein. So. So, der ist eh gleich fertig. So, ah, dann schnappen wir den da mal. Schauen wir mal, ob die Silage oder so. Eieieiei, das war wieder mal gut. Aber das macht ja nichts, hat ja keine Angst. So, dann. Mal das wieder zu, ich weiß, warum das immer aufgeht. So, dann. Was brauchen die jetzt? Stroh. Und Silage. Würde ich sagen, holen wir uns mal LO.
weil ich glaube, die brauchen eine A. Ja, da machen wir alle einen Anhängerpool da. Oder den Ladewagen, besser gesagt. So, dann warten wir ein bisschen, bis er so 5% hat. Bringen wir mal das zu den Tieren. Dann müssen wir mal den Ladewagen und den Traktor waschen. So geht es eigentlich dahinter auf den Hof, würde ich sagen. So, dann müssen wir uns wahrscheinlich später mal wieder ums Gras gehen. Ah ja. Mann, Mann, Mann. Wird wieder nichts. Oh, da müssen wir ein bisschen mehr ausholen, weil sonst kommen wir da nicht rum. Fahren wir mal kurz zwei Weile hin. Macht ja nichts. Ja, und da fahren wir mal gerade da durch. Ah, hat es wieder hingehen. Da, da mal. Nein, da sind wir voll. Oh, der ist voll. Mal gleich einmal da dort einbauen. Weiß zwar nicht, warum beim Schweinestall so eng ist die Einfahrt, aber beim Kuhstall so breit. Keine Ahnung. Ja, ja, das macht ja nichts. So, dann würde ich sagen, können wir jetzt eine Silage, glaube ich, holen. So, Silage. Und dann würde ich sagen, wenn wir um den Verkauf kümmern. Aber ich glaube, das wird in der Folge leider nicht mehr ausgehen. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge dafür machen. So, jetzt können wir das einmal wieder ins Silo bringen. Dann passt. So, in die Kurven. Warum schlagst du eigentlich immer so fest ein? Und wenn er nicht so fest soll, dann schlagt er nicht fest ein. Eieiei. Oh. Dann laden wir das einmal ab. Und dann holen wir uns eine Silage. Hey. Hey. Fertig, hat er gesagt. Jo, das schaut eigentlich gut aus. Dann fahren wir mit dem wieder und dann Verstand und dann können wir uns weiter um die Tiere kümmern. Wie viel haben wir denn jetzt? Tiere 10, 4 und 17 Schweine, okay. Das ist eigentlich nicht schlecht. Stellen wir das auf so eine, rückwärts eine und ja. So, dann gehen wir mit denen jetzt die Silage holen. Dann können wir in der nächsten Folge uns um den Verkauf kümmern, würde ich sagen. Uiuiui, heute ist wieder mal die Form am Start. So, machen wir mal 12.000 Liter. Ich glaube, das wird reichen. Auf Alter nicht voll, da fallen gleich 100.000. Da 3.000 wird eine gehen. Den Rest bringen wir wieder. Gut. Die geht doch so viel ein, okay. Und jetzt sind 1000. Den Rest bringen wir wieder dorthin. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich weiß es echt nicht.
Aber dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da, schreibt einen netten Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.